In Zeiten der E-Akte ist es ja nicht so, dass unsere Computer irgendwann zu voll wären und einfach platzen. Dennoch ist es wichtig, Vorgänge, die nicht mehr bearbeitet werden, nur für einen begrenzten Zeitraum aufzubewahren. Dieser Zeitraum heißt Aufbewahrungsfrist. Dafür müssen Vorgänge durch eine ZDA-Verfügung von den zuständigen Bearbeiterinnen und Bearbeitern aktiv beendet werden. Warum? Die vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen beginnen erst nach der ZDA-Verfügung. Wird die ZDA-Verfügung weggelassen, kommt es zu einer immer größeren Anhäufung von Vorgängen, die eigentlich gar nicht mehr bearbeitet werden. So verbleiben sie viel länger in der Behörde als nötig. Das führt dazu, dass rechtliche Vorgaben zur erlaubten Aufbewahrungsdauer zu Datenschutz und Datensparsamkeit nicht eingehalten werden können. Warum werden Vorgänge nicht abgeschlossen, obwohl ihre Bearbeitung beendet ist? Manchmal wird befürchtet, dass die Vorgänge mit der ZDA-Verfügung einfach verschwinden und nicht mehr für einen Rückgriff zur Verfügung stehen. Dem ist zum Glück nicht so, denn während der Aufbewahrungsfrist können die abgeschlossenen Vorgänge jederzeit eingesehen werden. Gleichzeitig mit der Aufbewahrungsfrist beginnt die sogenannte Transferfrist. Diese dauert in der Regel ein Jahr. Während dieser Frist können auch nach der ZDA-Verfügung alle Vorgänge für eine erneute Bearbeitung reaktiviert werden. Doch Vorsicht! Wird ein Vorgang innerhalb der Transferfrist wieder in die Bearbeitung genommen, muss er danach erneut aktiv beendet werden. Aufbewahrungs- und Transferfrist starten so von Neuem. Sind die Transfer- und Aufbewahrungsfristen dann endgültig abgelaufen, werden die Vorgänge ausgesondert und dem Landesarchiv zur Übernahme angeboten. Erst danach dürfen die Vorgänge in der Behörde gelöscht werden. Mit der konsequenten Umsetzung der ZDA-Verfügung halten Sie alle rechtlichen Vorgaben ein und Ihr E-Aktensystem bleibt fit und schlank.